Oh je, noch ganze 1000, ey, das kann echt dauern. Sie braucht sogar noch mehr. Oh, Rena wird bald Level Up. Okay. Also ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ist es hier irgendwo der Eingang zu diesem Tempel. Weil immerhin sieht man hier Lava. Das ist zwar bei Bertie und er braucht es, aber irgendwo war hier, glaube ich, auch noch Lava. Gehe ich mal einfach. Was ist hier nochmal? Aha! Da haben wir es schon gefunden. Nur das ist durch Zufall, weil. Dann machen wir das mal. Frostwelle! Stufe 1. Stufe 0. Und weiter! Und jetzt sind wir hier drin. Ja, yeah, einer ist weg. Schutzaura Stufe 1. Yeah. Mann, die haben aber viel Leben. Boah. Boah, die zocken sogar den Jungen nach 18 live ab. Ganz schön hartnäckige Viecher. Ah, eine Schatztruhe. Mal schauen, was drin ist. 60 Goldmünzen gefunden. Aha. Aua. Yay. Und lol. Ist aber schon lustig, dass der ein Held, der seinen Speer gerade mal nicht weiter als 10 Meter werfen kann. Mit 10 Meter schafft sogar schon ein 12-Jähriger. Okay, Digga, dann mache ich mal einen Zauber auf dich und weg bist du. Jo! Sag ja, den haben wir voll weggefetzt. Keine Schatztruhe, weiter. Müssten wir jetzt hier runter. Ah, hier sind nochmal diese Schleimis. Ja, das wäre schön, wenn die alle angreifen würden. Aber nö. Tut immer einer einfach stehen und zuschauen. Müssen wir hier hin? Bam, nimm das, Alter. Ah, die tun auch solche Viecher rausbeschwören. Ich glaube aber jedenfalls nicht so viele wie die Schleimis. Die Schleimis wiederholen es ja voll oft. Ich glaube die hier nicht. Schleimig sind trotzdem. Wo war? Moment mal. Wieso gehen die so schnell drauf? Ich habe doch diese ganzen Rüstung und alles gekauft. Kann es sein, dass ich noch viel zu kleines Level hier bin? Ich glaube schon. Aber so wie ich früher ich gelevelt habe, das ist echt nicht normal. Da war ich hier schon Level 20.
Nur für Let's Play kann ich doch nicht einfach so leveln, da muss man das schneller machen und das ist... kommt nicht in Frage. Und wenn du schon mal dabei bist, kannst du auch Magie klauen, Leben klauen. Yeah, Arena Level 12. Das waren jetzt die 400 Erfahrungen, die wir gebraucht haben für Arena. Das heißt, dass man hier richtig schön leveln kann, wie es aussieht. Oh. Man sieht's hier gleich. Ich brauche die Peitsche. Geht mal hier hin und... bam. So, und jetzt ziehen wir wieder die andere Waffe an. Den Speer. So, jetzt die hier. Lol. Lol, das ist wie auf dem Bumerang. Eindeutig, dieses Sweetie, die ist wirklich dumm. Guckt euch doch mal an. Die greift einfach nicht an. Obwohl sie Fernkampfwaffe hat. Jo, jo. Naja, bis heute wurde das ja sowieso nicht an. Gerade viel verändert. Bei Tales of Vesperia ist es auch so, wenn man jetzt zum Beispiel die Heilerin einstellt, damit sie einen heilen soll, wenn man wenig Life hat, dann das macht die nicht. Es gibt einfach Funktionen im Spiel, die eingebaut wurden, die nicht einmal funktionieren, also... da weiß ich echt nicht, was man dabei denken soll. Aber... wenigstens zum Heilen ist sie noch gut. Ich glaube, meine Waffe habe ich noch nicht auf Stufe 1, nein. So, die müsste eigentlich aber bald... nein! Ah, komm, die Kiste ist jetzt schon weg. Die kriegen wir jetzt nicht mehr. Jo, Waffenlevel gestiegen. Okay, dann nehme ich die hier wieder. So, die kann man jetzt stärker werfen. Haha. Ja, das ist natürlich wieder mal komisch. Die stehen einfach nur da und gucken zu. Leute, greift an. Kann doch gar nicht sein, ich hab dir doch alle scheu gemacht, eingestellt, damit sie angreifen sollen, wie verrückt. Stell ich das so ein, vielleicht ändert sich ja was. Dürfte normalerweise eigentlich nicht so sein. Nein! Stufe 2, so. So, okay, wir sind beim Mädel und sie soll, ja, sie braucht auch noch Leben, sie soll das jetzt machen. Oh, das sind zwei Stück davon. Dann mach das nochmal. Und das andere Mädel, das muss auch heilen, ich muss runter, da geht's schneller. Schaut euch das an. Selbst wenn ich hier selber drücke, dass sie was machen soll, macht sie es nicht. Ich habe ja gesagt, die... und was macht die? Die rennt einfach nur rum und greift mit ihrem Schwert an. Wow.
Naja, egal jetzt. Beschweren brauchen bringt ja gar nichts. Nee. Nicht das, aber das da. Oh, da lebt er noch. Und jetzt? Ah, Mitte bleibt heiter, aber hier geht's nicht weiter. Wie bitte? Verschwinde. Oh weh, oh weh. Das ist ja. Achso, das tat ja weh und tschüss, ich geh. LOL. Was ist jetzt los? Ist der Süße nicht süß? LOL. Aua. Ein böses Vieh. Oh crap. Oh nein, ich habe gar keinen Mana mehr. Komm schon, Sweetie, du hast noch Mana. Yo, sie hat noch. Aua. Oh, definitiv, ich bin viel zu kleines Level. Ich muss echt mal leveln, ne, das geht mal gar nicht. So, wo ich schon mal dabei bin, dann. Die Waffe mit der Süßen hier ändern. Der hat schon Stufe 4 Attacken, ey. Und ich gurgel da immer noch mit Stufe 1 rum. Ups. Auf die falsche Person Bonbon benutzt. Sweetie. Muss definitiv noch viel mehr leveln. Jo, und? Ah, jetzt habe ich noch nicht einmal mehr Bonbons übrig. So Leute, aufladen und sobald er kommt, richtig reinbomben. Boss! Der ist einfach ausgewichen. Was schon wieder? Was ist das? Junge, sei nicht böse. Ah. Ist das nicht schön? Die Böse haben eine endlose Anzahl an Mana-Kraft und wir haben voll wenig. Wow, und schon fast jeder ist bei mir tot. Echt super. Das ist meine letzte Heilung. Wenn das jetzt nichts wird. Nee, komm, da will mich doch verarschen hier. Und bei dem Game ist auch noch das Dumme, dass man hier nicht einmal leveln kann. Ich meine speichern. Ich bin gleich schon wieder tot, das gibt's ja nicht. Und dann kann ich bestimmt wieder alles von vorne machen. Yo, einer ist schon tot. Ja, ich schlag zu, kein Treffer. Er schlägt zu, er trifft. Yo, der Held ist tot. Ist das nicht geil?
Oh, komm. Ich hab verloren. Kann alles nur von vorne machen. Jo, tot. Oh, 100 noch was. Einfach geil. Ich muss auf jeden Fall noch viel mehr leveln. Also so geht das echt nicht. Und das Geilste dabei ist, man konnte nicht einmal hier speichern vor kurzem. Nee. Einfach nur geil. Na gut, Leute, ich level dann mal ein bisschen und ja, dann wird die Aufnahme natürlich weitergehen. Aber, ey, ich bin definitiv viel zu kleines Level. Aber das geht echt nicht. Obwohl ich die ganzen Sachen gekauft habe, oder ist es eine falsche Version von dem Spiel? Japanische bestimmt oder so, keine Ahnung, das kann doch gar nicht sein. Weil ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die so schwer waren, die Bässe. Naja, ich werde jetzt leveln und wir sehen uns dann später wieder. Hallo Leute, willkommen zurück bei Let's Play Secret of Mana. Das letzte Mal hatten wir ein Problem, um einen Boss zu besiegen. Wir hatten sie jedenfalls gekillt und zwar ziemlich einfach. Ich habe gerade mal 3 Level gemacht. Nicht besonders viel, aber ich denke mal schon, dass das was bringen wird. Aber zuerst gehen wir erstmal einkaufen. Ja, kann ich helfen. Dann kaufen wir mal. Okay, davon haben wir schon. Hey, der verkauft ja gar keine Tränke. Ja, super. Schöner Laden. Noch etwas kaufen? Nein, du hast leider nichts. Ja, dann gehen wir durch. Welche Waffe nehmen wir denn? Das Schwert natürlich. Aber irgendjemand muss noch die Peitsche nehmen. Sie wird die Peitsche nehmen. Mal die Peitsche werde ich dann bald brauchen. Gib ihm, verprügel ihn, Zeitbombe, lol. Aua. Gehen wir einfach schnell durch. Aber den Boss haben wir verloren. Versuchen wir diesmal zu killen. Vor allem muss doch einer von mir, glaube ich, bald ein Level up werden. Deswegen versuchen wir noch bis dorthin, bis zum Boss. Wenigstens ein Level zu bekommen. Jo. Wie es aussieht, hat entweder das kleine Mädel die Peitsche noch gar nicht geskillt, gar nicht gelevelt, oder ist es im Verhalten nicht eingestellt. Das schaue ich gleich mal. Wieso treffe ich ihn nicht, Mann? So, dann schauen wir mal. Nein, das ist das Falsche. Oh, doch. Falsche steht aber auf Stufe 1, also. Dann schauen wir mal sie auf Stufe 2. Gut. Tun wir auch mal aufladen. Bam, 172 Schaden. Wow.
Das nenne ich mal ein schöner Damage. Aua. Yeah, ein blauer ist weg. Kraftwasser. Okay, dann lade ich mir jetzt mal die Waffe auf. Weil die wollen einfach nicht drauf gehen. So. Nein, sie hat nicht die Peitsche, sondern sie. Lass mal kurz rüberspringen. Und rüber zum Jungen switchen. Waffe aufladen und gleich los geht's. Gold Münzen. Nein.